Der Reformprozess ist kein Selbstzweck, sondern es geht darum, das Land umfassend zu modernisieren und darauf vorzubereiten, dass zum Beispiel auch der Markt den Marktkräften der Europäischen Union standhalten kann. Oder dass das Rechtsstaatssystem, das erste Kapitel, das eröffnet wird und das letzte, das geschlossen wird, wirklich europäischen Standards entspricht. Nicht nur auf dem Papier, sondern in der Realität. Und dieser umfassende Reform- und Modernisierungsprozess ist für die Menschen im Land. Sie haben davon den Nutzen. Auf Deutschlands uneingeschränkte Unterstützung in diesem Prozess kann sich Nordmazedonien verlassen.